Leute, grüßt euch wieder bei Meinex. Ja, wie ihr seht, heute haben wir wieder einen Hardware-Check. Heute ist es einmal das Enermax Aqua Fusion. Tja, man sieht es jetzt schon auf den ersten Blick. Das ist die Wasserkühlung von Enermax. Und die schauen wir uns jetzt einfach mal im 360-Grad-Video erst genau an. Und dann ziehen wir uns wieder rein, was wir für unser Geld alles bekommen. Ich würde ja sagen, wir schauen uns als erstes einfach mal den Clou dieser gesamten Wasserkühlung an. Wie man hier schon sieht, ist der Lüfter LED gesteuert. Das heißt, ich hebe den hier mal hoch. Die sind auf jeden Fall auch ziemlich wertig, also von daher schon echt gut. Und man sieht hier einen außen eingebrachten Ring und das ist der LED-Ring. Den habe ich natürlich dann auf beiden Lüftern drauf. Gleichzeitig ist auch noch der CPU beleuchtet. Das sieht man jetzt natürlich nicht, weil der natürlich nicht am Strom angeschlossen ist. Aber jetzt, wo ich das schon mal so in der Hand habe, ah, das ist natürlich wirklich ein wertiger Kühler. Das macht einen echt guten Eindruck. Und wie man hier sieht, es ist doch ziemlich flexibel. Ich habe auch schon manche Wasserkühlungen gesehen, die sind ganz starr. Das geht hier wirklich gut und macht auch einen wirklich guten Eindruck. Die LED-Steuerung ist einmal über so einen kleinen Schalter steuerbar. Das heißt, wenn man den außen am Gehäuse anbringt, dann kann ich hier einfach meine verschiedenen Modis wählen, vom Blinken bis Kreiseln, was es alles möglich so heute auf dem Markt gibt. Dazu gibt es natürlich verschiedene Anschlusskabel und natürlich ein Riesenpaket, was ich jetzt aber nicht ausgepackt habe, Leute. Das ist einfach das Paket, um es auf dem AMD oder auf dem Intel-Sockel zu installieren. Und ich glaube, dieses Set lässt sich fast auf jedem Sockel installieren. Deswegen liegt hier auch so viel dabei. Naja, ich würde sagen, wenn es zum Schluss wirklich so aussieht wie hier auf der Verpackung, dann ist das eine gute Sache. Für um die 90 Euro, also wie gesagt, 220 mm Lüfter, die einfach direkt vorne drauf geschraubt werden, ist eine coole Sache, ist komplett installiert, Kabel eigentlich nur noch aneinander klicken und fertig. Ja, wenn das so läuft, dann gibt es von mir auch einen Daumen hoch, aber das sehen wir natürlich immer erst dann, wenn man es ins Gerät einbaut. Und da ich diese noch nie verbaut habe, muss ich mich jetzt noch ein bisschen überraschen lassen. Aber auf mich macht das Gesamtpaket schon mal einen wirklich guten Eindruck. Ja, und das war's auch schon wieder mit unserem Hardware-Check. Ich würde sagen, wir sehen uns. Und wenn ihr Bock habt, haut einen Kommentar raus oder lasst einen Daumen da. Bis dann, haut rein. Ciao. Hi, next.